Hallo, hallöchen Leute. Ja, da gehen wir wieder, also ich wieder bei Dead Space 3. Und beim letzten Mal, ja, haben wir das Riesenvieh natürlich vernichtet. Und ich habe jetzt schon meine Aufnahme gemacht, aber die ist leider in die Hose gegangen. Zum Glück habe ich noch nicht so viel aufgenommen. Im Grunde genommen ist noch nichts weiter passiert, außer dass wir jetzt aus dem Riesenareal raus sind, durch die Tür hier durch sind und im Endeffekt hier gelandet sind. Ja. Wollen wir doch mal weitergucken. Wie gesagt, beim letzten Mal. Es ist schon lange her. Ah, dass wir hier. Gespielt haben. Und deswegen. Ja, erstmal ein bisschen weiter einarbeiten. Das ist natürlich was, was mir gar nicht. Boah! Selbstmörder hier, hä? Mann. Tja, und deswegen werden wir hier weitermachen. Wie gesagt, ihr habt nicht viel verpasst. Ich bin nur durch eine Tür durch. Ich habe da noch ein Monster, also Endzug, den Vieh vernichtet. Und das, ja, und dann sind wir hier gelandet. Also habt ihr nichts verpasst. Außer dass ich hier total orientierungslos bin. Du, du, du. Und ja, ich möchte natürlich in Dead Space 3 natürlich auch abschließen, dieses Kapitel. Und deswegen habe ich es auch wieder geschafft, hier mal ein Video zu machen. Hier ist Licht. Muss man dann hier hin, ja. Oh, Fahrstuhl. Okay, Isaac. Ich hab's satt, mich hier rumzuschlagen. Danny hat Schiffe. Wir können uns eins nehmen und abhauen. Wenn Ihnen was an Ellie liegt, tun Sie es. Für Sie. Haben Sie nicht zugehört? Wir sind die einzige Hoffnung, die Menschheit zu retten. Es gibt keine Hoffnung, Isaac. Wir können nur hoffen, zu überleben und von diesem Planeten zu verschwinden. Jo. Genau, fällt mir ein. Letztens ist ja der blöde Typ hier gelandet. Ach, bevor wir noch mit dem Riesenvieh gekämpft haben, ist das Riesenvieh hier gelandet. Also die Idioten hier, und die wollen diesen Planeten einnehmen. Und tja, wir sind natürlich dabei, das zu verhindern. So, müssen wir dann jetzt hin? Hier lang? Jo. Ah. Irgendwie fehlt hier was. Ach, war das nicht hier, wo der blöde Brummkreisel? Das war doch hier, wo der blöde Brummkreisel war, oder? Bist du mir ja schon wieder hier. Genau. So, schwuppdiwupps, noch ein bisschen Munition gemacht. Davon kann man nie genug kriegen. Was die Waffe, was weiß die Waffe dem linken Waffenslot zu? So, was haben wir denn noch Schönes? Ach, diese Waffe, stimmt ja, wir müssten ja diese Waffe suchen, die Teile letztens. Und tja, schauen wir mal. Das können wir eigentlich so lassen. Wie sieht's mit Munition aus? Da können wir eigentlich noch ein bisschen was machen hier. Medipack können wir auch genug nehmen. Ein Stays-Pack können wir auch noch mitnehmen. So. Für Wissenschaftsausrüstung sieht das ziemlich tödlich aus. Was soll ich damit machen? Laut Recherche haben die Wissenschaftler ihre Messungen innen vorgenommen. Dann müssen wir wohl den Bauch der Probe öffnen. Das würde zumindest die Harpunenkanonen erklären. Oh, gut. Wow. Ah.
Geht doch mal gut los hier. Tja, die Waffe ist aber so nicht schlecht, ne? Aber ich nehme lieber meine wieder. Jetzt hat man die wirklich schon ausgerüstet, ey. Gibt's doch noch sowas. So, hier ist noch einer. Der will noch zu uns. Den haben wir natürlich prompt mitgenommen. Das war ein Zuschauer, könnt ihr mal sehen, du. Jo, schauen wir mal, wie es denn hier generell hier in Dead Space 3 weitergeht. Also es müsste ja meines Wissens nach ja schon fast vorm Ende sein. Aber nur, ja, Ende sind wir noch ein Stückchen entfernt. Aber das schaffen wir auch noch. So, dann fahren wir mal hoch hier. Haben wir denn noch genug Munition einstecken mittlerweile? 20, 40, 60, 80. Jo, hätte man. Ey, bleib hier! Ah, alles sauber. Mann. Solch ekelhaften Viecher, ey. Wow. Geht ja gar nicht. Hier muss irgendwo Munition sein. Zumindest klingt das danach. Oh, was haben wir denn hier? Artefakt entdeckt. Hm, da hätten wir eigentlich noch viel mehr davon entdecken müssen. So. Dennoch. Und dennoch, so. Mal frisch nachladen und dann gucken wir mal, ja. Lecker. Hey Leute, bin wieder da. Gott sei Dank. Gehen wir in dieses Ding rein, bevor ich die Nerven verliere. So, was muss gemacht werden? Auf dem oberen Steg ist auf jeder Seite eine Harpunenkanone. So haben sie vielleicht den Bauch geöffnet. Sehr schön. Ich gehe hoch. Also, ab nach oben. Stimmt ja, irgendwie wollen wir dieses blöde Vieh irgendwie erwecken. Oh Mann. Ja, Bastard, das stimmt. Okay, ich bin da. So, nu. Muss ja mal erinnern. Dieses Teil hier aufmachen. Hallo. Hallo. Hallo, ich bin da. Hm, hallo. Da laufen wir halt mal eine Runde. Auch nicht so schlimm. Na lecker. Das blöde Vieh hier bewegen. Boah, ist das lecker, ey. Ich will es auch nicht. Komm mal her, du Kiste. Schnell hier rumgerannt. Die stehen hier alle rum, du. Das ist der Idiot. Der steht hier rum. Mann. Und ich hab die ganze Orbit.
So, jetzt haben wir es aufgemacht. Isaac, Sie müssen mit dem Käfig zur Öffnung rüber. Norton, kannst du uns helfen? Wow, das soll wohl ein Scherz sein. Vergessen Sie es, ich gehe rein. Sie müssen nur den Käfig rüber zur Öffnung steuern. Wenn Sie sagen, gehen Sie in den Käfig. Dann machen wir das Ding auf hier. Oh, na lecker. Mann, Mann, Mann. Das wird ja eklig. Also Santos, wie genau funktioniert das? Suchen Sie mit dem Sensoraufsatz der Waffe nach einem Nervenmatch. Er sollte Ping machen, wenn Sie nahe dran sind. Und dann? Ich schätze, dann schießen Sie eine Sonde rein. Meine Telemetrie sollte aufleuchten und wir wissen, wo die Maschine ist. Endlich was Simples, oder? Genau. Naja. Hier ist doch nichts simpel. Ah, lecker. Ziehen Sie mit der Sondenwaffe und hör auf ihn. Okay. Okay, ich ziele mit der Sonde und folge dem Ping. Klingt gar nicht so schwer. Nichts. Ich muss einen stärkeren Signalping finden. Ich hab so eine Ahnung. Immer noch nichts. Es muss hier irgendwo einen aktiven Knoten geben. Falscher Knoten. Muss hier irgendwo einen stärkeren Ping geben. Das ist immer sehr, sehr interessant, ja. Da habe ich schon im Multiplayer, da habe ich schon gedacht, im Koop dachte ich mir schon, alter Schwede. Ja, ich bin mir da auch gerade nicht so sicher. Das wird doch, das geht in die Hose, das geht in die Hose. Ah, das hat mich auch zerfetzt. Boah, lecker. Oh, okay, also. Das blöde Scheißvieh. Okay, ich ziele mit der Sonde und folge dem Ping. Jetzt gehe ich gleich hier lang. Klingt gar nicht so schwer. Oh Gott, lasst mich hier raus. Naja. Lasst mich in Ruhe. Thank you.
Ja, kommt her, komm her, komm her! Isaac, alles in Ordnung? Das Ding hat einen unglaublichen Verteidigungsmechanismus. Und? Hat's funktioniert? Nein, das Signal ist extrem schwach. Ich kann es zu keinem speziellen Ort zurückverfolgen. Okay, ich suche nach einem anderen Nervennetz. Ja, gute Idee. Das sollte das Signal verstärken. Na toll. Ich dachte, das war's schon. Das ist es auch nie. Ich könnte wetten, das wird wieder hier irgendwo versteckt sein. Und dann machen wir mal. Okay. Was sagt das Signal? Es ist definitiv stärker. Aber? Noch eine? Noch eine. Oh, oh, oh. Da bleibt ja noch eine übrig. Das. Richtig, es hat funktioniert, es hat funktioniert. Ich weiß jetzt, wo die Maschine ist. Santos, nicht jetzt. Ich dachte, vielleicht bin ich geschützt, aber wird er nicht hier. Ja, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Na. Du musst aber zurück. Auf den Kopf zielen, ne? Mann! Lasst mich in Ruhe! Das ist mal zum Heilen, verdammter Mist. Ja, danke. Ich brauche einen Moment, um die Daten zu sichten. Gut. Oh. Geh zurück zu dem Käfig. Mann! Das war jetzt ein bisschen.